rausgefahren, rausgezögert, egal, weiter geht's. Ja, hier ist eine Menge unterwegs, aber wenn man genau hinguckt, abgesehen von unseren paar Forschungsschiffchen, hat Mordant, unser Heimatsystem, die einzigen popligen Kampfschiffe, die wir haben. Der Rest sind alles Kolonistenraumschiffe, die noch unterwegs sind. Und das wollen wir natürlich nicht, weil das ist scheiße. Ja, Mist. Darum gehen wir jetzt zu Schiffsdesign. Oh, ja. Und all diese tollen Sachen hier, die machen wir jetzt und markieren sie als veraltet. So, damit sie die KI nicht in Versuchung kommen, sie zu bauen. Und jetzt fangen wir mal mit Systemverteidigungsschiffen an. Striker sind die kleinsten. Die eignen sich praktisch nur als Systemschiffe, weil hier unten sieht man die Kapazität. 65 ist hier rechts. Und links ist alles da drinne. Mal auf Autobau, damit es normaler aussieht. So. Kapazität 62 von 65. Das ist ein bisschen wenig, wenn wir jetzt den, wenn wir jetzt das auch ein Raumschiff basteln, das auch einen überlichtschnellen Antrieb kriegen kann, dann plötzlich haben wir nur 49. Das ist verdammt wenig. Da ist schnell Sense. Die sind selbst als Erkunder nicht bald nicht mehr tauglich, weil selbst so eine Abtastmatrix kostet ja Platz. Und die Dinger sind meistens unbewaffnet. Wenn es jetzt allerdings um die Verteidigung am Anfang des eigenen Systems geht, dann nehmen wir einfach Lancer. Die sehen noch so locker flockig aus wie ein zu groß geratener Raumjäger. 74 im Normalfall, aber im System sind es 98. Damit kann man schon was machen. Und in diesem Fall überlege ich mir mal. Ja gut, wir machen hier. Die machen erstmal Kurzstreckenkampf, das bedeutet, die gehen so nah wie möglich ran und versuchen dann mit ihren Waffen auf Kernschussweite zu schießen. Langstreckenkampf dagegen versuchen die Schiffe immer möglichst weit weg zu bleiben und mit ihren Langstreckenwaffen zu feuern. Naja, sie schießen trotzdem mit allen Waffen, sobald sie in Reichweite kommen. Der Unterschied ist einfach nur, Langstreckenschiffe, die bleiben quasi etwas weiter weg und umkreisen den Feind dann quasi, während Kurzstreckenschiffe ganz nah rangehen. Ist immer gut, wenn man nicht bloß eine Sorte hat, ansonsten kann man sich ganz schön ins sonst beißt sich das quasi in den Arsch. Das Ultimative sind sowieso Träger, damit können wir später richtig zuschlagen, aber für die Verteidigung am Anfang brauchen wir einfach nur ein paar Kurzstreckenkampfschiffchen. Machen wir erstmal Autobau und gucken, was die einbauen. Massetreiber ist schon mal schlecht. Buh. Die verbrauchen einfach zu viel Platz. 40, fast die Hälfte. Schon mal dumm. Miniaturisierte Staustrahltriebwerke. Was Besseres haben wir ja noch nicht. Darum müssen wir das auf Maximum lassen, weil sonst sind die ein bisschen zu langsam, um ranzukommen. Wir haben nur den kleinen Schirm. Ja, kann aber zumindest ein paar Treffer abfangen. Und ECM, naja, warum nicht? Laserkanonen Standard-Lefette mit allen Schikanen, die wir gerade haben. Das ist auch dumm, weil die leichte Lefette hat nur einen einzigen Schadenspunkt weniger, verbraucht aber weniger Platz. Machen wir mal zwei draus, so. Und dann vergleichen wir das mal mit unserer. Ach ja, stimmt, die andere Waffe hatten wir noch gar nicht. Aber wir können eine Hauptachsenlafette machen. Hier, man sieht, dass die normale Lafette war 7 und 11 Platzverbrauch und die hat 14, also ist doppelt so stark und hat 15. Jetzt mit noch Miniaturisierung. Ja. Dann ist das wowig. Und hier können wir auch voll rausgehen und alles einbauen, weil dann schießt die Waffe auch mehrmals und kann Panzer durchbrechen. Und das wäre natürlich scheiße, weil das Ding nimmt das Ding so viel Platz weg wie ein Massetreiber. Oder auch nicht. 80? Wow, was war das denn da eben? Ach, die Standard-Lafette. Und wahrscheinlich auch nicht mit. Das war das, genau. 11 Schaden und 40. Und Reichweite 4500. Gehen wir jetzt auf Laser. Und auf Maximum. Na gut, die Reichweite ist mehr als doppelt so groß. Die Wiederaufladung dauert allerdings fast 6 Sekunden. Aber da automatisch da ist, schießt der Laser mehr als einmal pro Runde. Testen wir mal. Oh, okay. Aber nehmen wir die kleinen mal raus. Dann passt es plötzlich. Okay, aber wir haben jetzt noch ein bisschen extra Platz. Dann nimmt man einfach das hier auf klein und ohne die Verbesserung hat man ein bisschen extra Feuerkraft. Jetzt können wir diese kleinen Lafetten noch einbauen. Ich könnte jetzt noch eine dazu setzen, aber dann wären wir hier rüber. Und bei so kleinen Schiffchen muss man zu weit aus der Geschwindigkeit rausnehmen. Das will ich jetzt nicht machen. Und schon überpowered für so ein Schiff am Anfang. Dann geben wir dem noch einen Namen, wie
mal sehen, damit ich die sofort auf einen Blick von meinen Raumschiffen unterzeigen kann. Dann kommt am Anfang meistens eine Abkürzung wie hier: LAC, Light Attack Craft, leichtes Angriffsboot. Und dann sowas wie, nun, da es recht schnell ist und zustößt, mal sehen. Ach, das ist schwer. Ich denke, ich mache mal kurz und überlege mir einen Namen. Okay, es bewegt sich schnell, für den Anfang jedenfalls. Und es soll dem Feind nahe kommen, um ihn dann zu zerreißen. Also quasi wie ein Hai. Also nennen wir ihn mal LAC Shark. Und jetzt basteln wir auch gleichzeitig eine Korvette, weil die werden wir mangels Platz außerhalb als Verteidigungsschiff bei mir nie sehen. Als Langstreckenkampfversion gucken wir mal. Naja, praktisch das gleiche, nur das Verhalten wird sich geändert. Statt auf Kernschussweite anzugehen, würde die Korvette dann irgendwo draußen sitzen und warten. Aber der Grund, warum ich das gemacht habe, ist... Ah ja, ECM haben wir auch eingepackt. Gut. Aber jetzt können wir nämlich was anderes ausprobieren. Jäger, da tut sich noch nicht viel. Das lohnt sich nicht. Wir könnten es zwar machen, hier mit Laserkanone. Aber da bräuchten wir natürlich ein größeres Schiff und das wäre für mich Verschwendung jetzt noch. Aber wir können mal versuchen hier. Das ist eine der Veränderungen. Normalerweise gab es immer nur diese hier. Und jedes Mal, wenn man das hier so in Anführungsstrichen sieht, ist eine Veränderung vom Mod. Im Prinzip ist der einzige Unterschied, sie nehmen ein bisschen mehr Platz weg, sie machen viel mehr Schaden, haben eine kürzere Reichweite und treffen nicht ganz so oft. Obwohl, wenn ich die Tech-Beschreibung richtig im Kopf habe, ist es meistens aus irgendeinem Grund andersrum. Sie treffen besser, aber sie haben eine viel kürzere Reichweite. Immer noch recht lang für eine Waffe, für die meisten Waffen. Und normalerweise würde das so bleiben, Maximalschaden 11. Aber jetzt haben wir das hier. Das ist viermal so viel Platz wie die Punktverteidigungsstruktur, aber auch viermal so viel Schaden. Fast viermal so viel. Das ist am Anfang noch recht kräftig, auch wenn es wahrscheinlich veraltet ist, bevor es auch nur einmal benutzt wird. Und ich stelle das jetzt so ein, dass wir zwei Raketen gleichzeitig abschießen können. Zwei Rampen quasi. Und dass wir anschließend noch eine Salve in Reserve haben. Auf diese Weise können die quasi den Feind zwei Salven weichkochen und die kleineren Schiffe nähern sich inzwischen dem Feind und machen ihn im Nahkampf fertig. Das ist die Idee dahinter. Und jetzt habe ich gerade festgestellt, wir haben noch extra Kampf. Ich will mich nicht zu sehr in meinen dummen Plan verlieben. Und außerdem könnten die selbst auch mal angegriffen werden von leichten und schnellen Kampfschiffchen. Also packe ich eine ganze Reihe leichter Lafetten rein, so vier Laserkanonen. Und in diesem Fall kann ich jetzt was ganz anderes machen, weil ich will ja gar nicht, dass sie dem Feind am Anfang zu nahe kommen. Ich kann also eine fünfte Laserkanone reinklotzen. Und dann haben wir hier natürlich zu viel Platz weggenommen. Aber ich kann jetzt hier Antriebe manuell auswählen. Und dann sagen wir mal die Geschwindigkeit um ein Drittel reduzieren, um mehr Platz zu kriegen. Und schon sind wir wieder im roten Bereich. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen rummanipulieren mit den Waffen. Zum Beispiel sagen wir mal Raketen-Nuke, Raketen-Chassis. Und wir haben, sagen wir mal, drei Rampen und eine Reservesalve. Dann haben wir... Wie sieht das jetzt aus? Genau, wir haben jetzt ein Drittel mehr Schaden. Aber wir sind jetzt weit im roten Bereich, weil die noch da sind. Aber die können wir jetzt entfernen. Jetzt sind wir fast wieder raus. Jetzt entfernen wir einfach ein paar der Laser. So, aus irgendeinem Grund akzeptiert er das jetzt, obwohl es eigentlich ein bisschen zu viel ist. Ich akzeptiere das einfach mal und versuche es ein bisschen runter zu regeln. Na, hat nicht geklappt, aber solange die KI das akzeptiert, dann kann ich es bauen. Also habe ich Glück gehabt in dem Fall. So, in dem Fall wird das Ding, sobald Feind in Reichweite sind, Raketen absetzen. Von dreien wird wahrscheinlich mindestens eine ankommen und Schaden anrichten, hoffe ich. Und falls das nicht klappt, können die Korvetten noch eine Salve absetzen und dann haben sie noch ihre zwei Laserkanonen. Die sind eigentlich eher zur Abwehr von anderen Jägern und Raketen gedacht. Und ansonsten sind sie recht lahm. So, LAC Shield. Weil sie halt genauso langsam sind wie ein riesiger, schwerer Eisenschild. So, und bevor wir unser neues Hyperraumantriebsdings haben, bleibt es dabei eigentlich. Das Einzige, was ich noch machen kann, ich kann ein Schiff von Fregattengröße bauen. Dass eine moderne Kolonie-Version ist. Wie man sieht, es wird einfach das Billigste gemacht, total ungepanzert und so. Das ist eigentlich immer schlecht, falls die Schiffe mal
versehentlich von einem Feind aufs Feuer genommen werden, dann habe ich gern, dass sie das auch irgendwie überleben. So, leichte Panzerung, Energieschirm. Und die können auch ruhig ein bisschen schneller sein. Nicht so schnell. Machen das mal auf 1000 und gucken. Nee, das war schon zu rot. Machen wir mal auf 800. So, jetzt sind sie relativ schnell. Falls sie mal im Gefecht geraten, haben sie jetzt eine Chance, wenigstens wegzulaufen, bevor sie weggeblastert werden. Und um den Namensmodus einzuhalten, LAC Light Attack Craft. Machen wir mal so, LCC, das heißt in diesem Fall Light Civilian Craft oder so ähnlich. Colony. Das sind jetzt auch die einzigen drei Schiffe, die ich bauen kann. Weil für alles andere bräuchten wir bessere Waffen oder bessere Technologien. Und unsere ersten richtigen Raumschiffe bauen wir in ein paar Runden. Wie war das nochmal? In 5 Runden, genau. Aber wir nutzen diese Zeit, die wir hier nicht haben, um die Verteidigung hochzupowern. Wir machen das jetzt so, wir bauen 2 unserer Shield-Klasse Korvetten und dann 5 von den Sharks auf einmal. Das sollte ein paar Runden dauern und bis dahin können wir auch unsere Raumstreitkräfte dann verstärken. Dann ist unser System erstmal gegen Überraschungsangriffe gesichert und wir können uns dann auf die Offensive konzentrieren. Ach komm, was machst du da schon wieder? Ziel unbekannt, da. Und bleib da. Ha. Das Schiff fliegt dahin. Oder soll es auch bleiben. Und die ganzen anderen Schiffe sind unterwegs. Na, was ist das? Ist da schon ein Schiff angekommen? Also, ach nee, nur die Dalok-Wanderung zu Welten in meinem Bereich. Also, das ist auch einer der Gründe, warum man so weit wie möglich erkunden sollte. Nicht nur, weil man möglichst schnell wissen will, wo sich die Gegner verstecken, sondern weil jedes Sonnensystem, auch wenn es nicht kolonisiert ist, gehört quasi zum eigenen Territorium, wenn man es schon erforscht hat und weitergeflogen ist. Darum regen sich manchmal Computergegner auch furchtbar auf, wenn man einfach weiterfliegt und deren Gebiete erforscht. Das sehen die überhaupt nicht gerne, weil die das auch als ihr Gebiet ansehen. Und wenn die KI, aber die KI hat natürlich nichts dagegen, einfach sich die Planeten zu schnappen, die man noch nicht hat. Die gehen dann, das heißt dann quasi, das Territorium ist dann plötzlich wieder ihres. Und so fangen dann halt interstellare Kriege an, ne? Ah, genug gesabbelt. Jetzt haben wir alles. Wichtige. Ah ja, das hatte ich mir angesehen, hoffe ich. Ah, hatte ich nicht. Oder doch? Ja, doch hatte ich. Und du stehst hier einfach dumm rum und machst nicht. Machst nichts. Ah, ich sehe schon, ich bin schon zu lang dran. Aber versuchen wir das mal. Ansonsten gucken wir uns hier die Systeme an. Und bauen dann hier anstelle eine stabile Grenze auf. Und das wird eine Weile dauern. Oh, eine positive Überziehung. Das Schiff Geschütz ist also fertiggestellt. Oh, dann können wir unsere Raumschiffe ein bisschen schwerer bewaffnen als unsere leichten Angriffsboote. Aber alles andere verzögert sich um ein paar Runden. Und wir haben eine weitere Sternkolonie. Und, oh, und die Korvette ist... Ja, das geht schnell. Also gut, machen wir das. 5 Sharkboote. Und den Rest lassen wir dann für unsere große Kampfflotte. Miloni. Wo ist das? Und wieder 2 neue. Fliegen wir dahin? Ist hier irgendwas Nützliches? Ah ja, wieder alles voll. Gelb 1. Mal gleich markieren. Ist nicht so unfreundlich. Gelb 1 und groß. Markieren. Rot 2. Aber es ist eine ganze Menge Platz da für Bevölkerung. Wenn wir später entsprechende Technologien haben und so, können wir das alles ausnutzen. Oder wir schicken eins unserer Völker hin, die sich da wohlfühlen. Grün. Okay. Ultraarm ist schlecht, aber das heißt, aber falls wir mal Nahrungsmittel brauchen, können wir hier was rausquetschen. Und wenn nicht, können wir immer noch forschen und bauen. Das ist schließlich auch wichtig. Elkis 6. Hey, na gut, das ist genehmigt. Das lassen wir jetzt mal zu. Wie sieht's hier aus? Bevölkerung. 2 von 40. Also, da sind wir also quasi schon über 2000 Punkte raus. Das sieht man von außen ein bisschen besser. Hat das schon irgendwas gehabt? Ne, die sitzen immer noch ganz unten. Dann muss das wohl noch eine Weile drin bleiben. Ich sehe es mal so, wenn das auf 3000 oder 4000 angekommen ist, dann
produziert die Bevölkerung genügend, dass ich diesen Zusatz abschalten kann. Lassen wir es erstmal so lange. Bis jetzt ist hier noch alles unterwegs und wird gebaut. Wir können einfach weitermachen. Ja, Nadelgewehr, Oh, wir haben unseren ersten Geheimagenten gekriegt. Und wir haben eine weitere Korvette gebaut. In den drei Runden sind auch unsere fünf Schiffchen da. Und dann sorgen wir mal gleich dafür, dass wir Kreuzer bauen können, statt bloß leichte Kreuzer. Und ein neues System und neue Einwohner dort. Oi, das sieht aus. Die Frage ist jetzt natürlich, wo schicke ich dich hin? Hier wäre eigentlich... Naja, eine Sekunde. Erst gucke ich mal, wo die anderen Schiffe alle hinfliegen. Das ist ein Kolonistenraumer. Das ist eine Scout Task Force, die fliegt dahin. Okay, dann ist die Entscheidung natürlich einfach. Das erspart mir ein anderes Schiff eine halbe Ewigkeit wieder zurückschicken zu müssen. Du fliegst da lang. So, du bist unterwegs. Was haben wir hier? Oh, haufenweise kleinen Planeten. Ja, Rot 2, aber der ist jetzt schon mal nützlich genügend. Gelb 2, noch einer. Die sind alle hart an der Grenze. Aber später können wir auch größere Kolonistenraumschiffe bauen. Gelb 1 ist schon gut. Grün 2 ist sogar noch besser. Und winzig klein 2, das sind nur 4 Zonen. Im Prinzip mit Regierungs- und der obligatorischen Forschungszone und obligatorischen 2 Industriezonen ist das Ding schon voll verbraucht. Und das ist auch genauso. Ja, mit dem Meckler muss man immer darauf achten, dass man die Planeten gerade so ausgeglichen hat, dass sie im Notfall sich am Leben halten können, wenn sie blockiert werden. Aber man muss auch kräftig spezialisieren, weil man haufenweise kleine Planeten kriegt. Zwangsweise. Und die großen Planeten sind alle rot. Und damit verdammt schwer zu kolonisieren. Solange man noch keine anderen armen Völker unterworfen hat. Und das war es eigentlich auch schon wieder für diese Runde. Und wir sind auch wieder hart an der Grenze hier. Und weil so viele Dalok jetzt bei uns auftauchen und was fressen wollen, nähern wir uns hier auch langsam an der Grenze. Wollen das nicht in Rot fallen lassen, weil das sonst unser Bevölkerungswachstum ganz schön beschneidet, wenn beides rot ist. Weil wir spielen ja ein Robotervolk und die brauchen beides. Organisches Zeug und Mineralien zum Fressen. Könnte man quasi sagen, denn das ist quasi umgekehrt wie bei uns. Statt dass Metalle Spurenelemente sind und ein gutes Steak, das Hauptgericht ist hier quasi umgekehrt. Das Organische sind die Spurenelemente und die Mineralien sind das gute Steak. Hier wird noch... Ach, ich klicke 50 Mal hin und her und vergesse jedes Mal... Ah ja, Wirtschaftsentwicklung sagt alles. Infrastruktur, wird alles gebaut, das dauert noch ein paar Runden. Aber es ist alles unterwegs. Zweite Industriezone wird bald gebaut, dann geht's hier in die Höhe. Und Regierung wird gebaut, um die Leute in Ruhe zu halten. Und Militär brauchen wir auch, bla bla bla. Man sieht schon, langsam wächst das hier hoch. Ich sag mal so, sobald die zweite Industriezone fertig ist und Parians fast rüber wächst, kann ich das vielleicht, den Bevölkerungsbonus, schon ein bisschen früher abstellen. Ah, noch bin ich da vorsichtig. Aber man sieht schon den Unterschied. Die Bevölkerung hier produziert so viel Geld, aber nicht besonders viel davon. Andererseits wird eine ganze Menge geschürft. Ja, okay, vielleicht soll ich einen Vergleich mit einer Welt machen, die auf Industrie... Ja, aber da hängt es noch zu weit zurück. Genug gelabert. Weiter geht's, nächste Runde. Und eine neue... Billigens, verdammt, das ist das erste Mal, dass das uns passiert. Und Ionentriebwerke und Kreuzer sind für den Prototypbereich. Und Infanterie ist auf Mordant 6 gebaut worden. Und Chryslon, der Planet von Chrysler ist, das ist ein System von Chrysler, ist erforscht worden. So, jetzt mal kurz zurück und dann da in die Ecke rein. Und haben wir hier wieder 1000 Planeten? Naja, weniger. Sehr reich, muss ich mir vormerken für später. Aber jetzt ist es erstmal nutzlos. Na, das ging schnell. Und wir haben einen neuen Planeten. Und Parians 2 kriegt einen weiteren Bevölkerungsboost. Und haufenweise Zeug wird sichtbar, das wir noch nicht brauchen würden. Ah ja, das hat mir den Hals gebrochen später, all diese Sondertechnologien auch umzubenennen, nachdem man die Hauptwaffe umbenannt hat. Ah, ich war in dieser Hinsicht ein bisschen stur. Sehr reich. Das ist schon mal gut. Das brauchen wir nämlich jetzt. Hier setzen wir die Regierungsdea mal hier hin, zusammen mit einer Forschungszone.
Und ein bisschen Industrie brauchst du auch, damit du nicht Verteidigungssachen schnell genug basteln kannst. Ansonsten hauen wir hier alles mit Bergbau zu. 6 Bergbauzonen. Das sollte eigentlich für alle zusammen genug sein. Genau. Normalerweise wird nur ein leichter Überschuss produziert, vor allem wenn Sachen wie automatische Fabriken später dazukommen. Aber wenn später in diese Katalysatorentwicklung dazukommt, dann reichen diese beiden Zonen locker aus, um die beiden zu versorgen, und der Rest ist dann quasi Überschuss, der woanders hin transportiert wird, und das brauchen wir dann auch. Ansonsten, machen wir das mal so. Das und dann brauchen wir nur ein paar von denen hier. Das brauchen wir schließlich nur zur Piratenbekämpfung jetzt. Später bauen wir nochmal größere Kriegsschiffe. Und was ist hier eigentlich los? Was muss hier gebastelt werden? Ja. Hier wird locker losgelegt, aber wir brauchen nochmal was Richtiges hier. Und wenn du schon dabei bist, kannst du ja schon mal noch so eine Korvette basteln. Bei Raketen ist immer wichtig, da man nur begrenzte Munition hat in so einer Echtzeitkampf, möglichst hohe Beschussdichte am Anfang. Wenn man ein- oder zweimal richtig fies trifft, dann ist es eigentlich vollkommen egal, wie viel Munition man noch hat. Und wenn man das verpatzt, ja, dann hilft es auch nicht, wenn man 90 Mal hintereinander schießen kann, wenn die Munition nicht ausreicht. So. Alles im grünen, gelb, roten Bereich. Ah ja, das hatte ich noch kurz, da wollte ich noch einen Blick drauf werfen. Mobilisierungszentrum ist wichtig, Jägerpanzerung ist auch wichtig, wenn wir dann unsere ersten Träger bauen. Die brauchen nämlich, dann haben nämlich die Jäger auch ein bisschen Panzerung und fliegen nicht gleich beim ersten bösen Blick auseinander. Bodenbatterien müssen wir auf achten, die sind dann ganz wichtig, vor allem am Anfang. So, in zwei Runden haben wir Kreuzer, verbesserte Überlichttriebwerke, schnellere normale Triebwerke und ein Mobilisierungszentrum, das wir dann langsam in unseren anderen Kolonien aufbauen können. Jägerpanzerung ist auch gut, aber das Wichtigste ist... Minenwerfer ist noch nicht... ist noch weit hin. Energie, Jägerfusionsbombe. Das müssen wir uns vormerken, weil sobald wir das haben, lohnen sich die Jäger, weil sie dann endlich mal richtig Schaden anrichten können. Solange wir das nicht haben, bauen wir halt konventionelle Kriegsschiffe und hauen dem Feind damit auf die Rübe, weil die KI meistens, wenn sie aggressiv ist, so viele Schiffe wie nur möglich baut. Und wenn wir dann mit unseren relativ modernen Kriegsschiffen am Ende ankommen, können wir denen so richtig eins reinwürgen. Das ist der Grund, warum ich bis jetzt gewartet habe. Und in zwei Runden, wenn wir praktischerweise unsere Verteidigung im Heimatsystem ein bisschen hochgepusht haben, dann ist alles in Ordnung. Okay, da wir dann von den Korvetten 3 haben, statt 2, wie ich mich gedacht habe, können wir auch gleich noch ein 6. Sharkschiff basteln. Die sind ohnehin so schnell gebaut, dass das nichts verzögert. Und du Shield-Dings da. Wow, 26 Züge? Ach ja. Weil die KI ist manchmal ein bisschen komisch hier. Komm, ey, das ist nicht so wichtig hier. Das ist mir vollkommen wurscht, wenn das 12 oder 16 Runden oder 21 Runden braucht. Das ist nur ein verdammtes Zersetzungszentrum. Wenn dieses Recycling-Zeug und die Verschwierigung der Umweltverschmutzung, das ist ja toll. Aber das brauchen wir jetzt eigentlich noch gar nicht. Das kann ruhig in 20 Runden fertig sein. Dann haben wir auch mal langsam so viel Industrie, dass wir es auch brauchen. Und dann können wir das hier mal ein bisschen hochpushen. So, 10%, so. Das ist zwar immer noch verdammt langsam, aber jetzt sehen wir zumindest das Schiffchen noch bevor es total veraltet ist. Und Forschung. Forschung 5% für eine Zone. Nehme ich immer. Und wir sind sogar noch im Pole Plus. Ha. Das setze ich mal auf 2. Da wird zwar nichts gebaut, aber wenn mal was gebaut werden soll, dann wird es auf diese Weise auch gebaut, selbst wenn ich mal nicht hingucke. Weil klar, wie ich gesagt habe, das wird zwar nur automatisch gebaut, diese Bonussachen hier unten, wie hydroponische Farmen und so. Auch wenn man die KI abgestellt hat für den Planeten. Aber wenn hier auf 0 steht, dann ist natürlich kein Geld dafür vorhanden und dann wird es doch nicht gebaut. Ist auch so ein kleiner Trick am Rande. Na, jetzt haben wir den Planeten hier von der KI abgenommen. Und damit sind diese Sachen hier noch gefährlicher geworden, weil das beeinflusst natürlich nur die Planeten, die nicht von der KI kontrolliert werden.
Auch so etwas, was man wissen sollte, wenn man zum Beispiel die Forschungsausgaben, das ist immer mein Lieblingspunkt, erhöht und man hat gerade die wichtigsten Forschungsplaneten ohnehin rausgenommen von der KI und selbst unter direkte Kontrolle genommen. Dann werden nämlich deren Forschungsausgaben überhaupt nicht beeinflusst, sondern stattdessen all die Planeten, wo überhaupt nichts geforscht wird. Oder nur wenig, weil man sich nicht dafür interessiert, was die kleinen Planetchen machen. So schnell kann man dann alles verbaseln. Oder kaputt machen, wenn man diese kleinen Marotten und Macken nicht kennt. Was ist hier los? Ah gut, hier wird noch viel gebaut. Ich denke, das könnte ich eigentlich... die hydroponischen Farmen. Das glaube ich nicht. Für das eine Teil, für die paar kleinen winzigen Verbesserungen, steht das hier auf 35%. Das wollen wir mal gleich kollieren und gucken. So, das dicke, fette Ausrufezeichen zeigt nämlich, dass das alles Verschwendung ist. So, 2%. Das kann so bleiben. Und mehr wird auch gar nicht verbraucht. Na gut, 3%. Das ist dann das Maximum. Ab da, hier seht ihr, 4%, nichts verändert sich. 3%, 2%, das kann so bleiben. Und Wirtschaft und Forschung wird gar nicht gemacht. Das ist typisch. Wir haben zwei Forschungszonen. Aber es gibt keinen staatlichen Einfluss. Das ist eine totale Verschwendung. Und Militär, na gut. Das ist eine drittklassige Welt. Da reicht es, wenn wir das auf 5 machen. Und das hier auf 2. Aber wie man gesehen hat, selbst wenn man auf 0 steht, wird noch ein Mindestmaß an Industrie reingeleitet. Aber das reicht. Wir sind sogar noch leicht im Plus. Das ist immer gut. Und jetzt machen wir das. Das ist am wichtigsten, weil ansonsten war das alles für die Katz, was ich gerade gemacht habe. Das kann so bleiben. Und Forschung von 15 auf 180. Das ist doch schon was. Und das, Leute, war so ein Beispiel für die suboptimalen Entscheidungen, die die KI macht. Oh wow, 2 Stunden schon. Okay, dann hören wir mal auf. Und beim nächsten Mal lernen wir vielleicht mal endlich was über diese mysteriösen Gegner hier. Wir bauen weitere Kriegsschiffe mit modernerer Technologie. Und vielleicht hören die Feinde dann auch mal auf, davon zu rennen. Das wollen wir ja mal hoffen. Und damit wir jetzt zum Abschluss das hier nicht wiedersehen müssen, Billikens, ah ja, da, das ist wahrscheinlich Kuhyam hier, diese unbeforschte, ah egal. Damit wir jetzt nicht dieselben Events beim nächsten Mal nochmal haben, mache ich noch in eine Runde vorwärts und höre jetzt auf. Ah, so, bis zum nächsten Mal, Leute. Ich schalte mich aus.